Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum FFDK Coin Day. Ja, nach Monaten ist es mal wieder soweit. Wir werden uns heute mal eines eurer Wunschprojekte anschauen. Ich hatte mich zuletzt mit Quant und Aptos beschäftigt und habe euch gefragt, welches Projekt soll ich für euch mal verfilmen? Und relativ eindeutig habt ihr euch denn für Quant entschieden. Von daher werden wir uns heute mal anschauen, was ist eigentlich Quant? Was macht es so besonders? Und viele von euch haben wahrscheinlich die Rallye der letzten Wochen verfolgt, aber dennoch nicht ganz so viel Wissen zu dem Projekt an sich. Ich werde jetzt natürlich nicht alle einzelnen Details und jede einzelne Facette des Projekts durchleuchten, aber ich werde mal mit euch gemeinsam so die Grundidee aufzeigen, sodass jeder von euch versteht, was so generell deren Idee ist, welches Problem sie lösen, und ich werde euch natürlich auch mal zeigen, wer dahinter steckt hinter dem Projekt, und ich werde euch mal am Ende auch ein bisschen so mein Fazit dazu sagen. Okay, beginnen wir aber zunächst einmal erst einmal mit der Idee und der Problemlösung, denn das Quant-Netzwerk wurde 2018 von der Firma Quant entwickelt. Die Firma sitzt in UK und sie selbst haben ein Netzwerk hervorgebracht, das den Utility-Token Quant QNT verwendet. Ziel des Ganzen ist es, das sogenannte Interoperabilitätsproblem zwischen Blockchains in den Griff zu bekommen. Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit unterschiedlicher Systeme, möglichst nahtlos miteinander zusammenarbeiten zu können. Also dieses typische Brückenproblem. Ja? Denn viele Blockchains haben tolle Ansätze, aber können die einfach nicht mit anderen Chains teilen, weil es verschiedene Regeln gibt, verschiedene Formate, ganz besonders verschiedene Programmiersprachen. Ja? Und dementsprechend ist das Ganze ein sehr schwieriges Unterfangen und sehr, sehr viele versuchen ja, dieses Problem zu lösen. Heute werden wir uns mal anschauen, was Quant da so besonders macht und was sie meiner Meinung nach zumindest, was ich so recherchiere, durfte, zum Platz her statt draußen macht, aber dazu später mehr. Es soll eine Brücke her, die Programmiersprachenbarrieren oder sonstige Formatunterschiede einzelner Chains überwinden kann. Das Ganze soll auch noch möglich werden, ohne dass große Veränderungen an den betroffenen Blockchains vorgenommen werden müssen. Auch das definitiv ein Highlight, denn meist ist das Ganze mit sehr viel Aufwand verbunden für alle Parteien, wenn dann eben irgendwie Kommunikation zwischen Chains stattfinden soll. Bevor wir uns dazu mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, vielleicht kurz einmal etwas zu den Gründern und der Historie von Quant. 2018 gestartet via ICO, und bei dieser ICO haben sie knapp 11 Millionen Dollar eingenommen. Gegründet wurde das Ganze von Gilbert Verdian und Paolo Tasca. Gilbert Verdian kommt aus Großbritannien und hat einen extrem beeindruckenden Lebenslauf. Er war zum Beispiel bei PwC, er war beim Justizministerium der UK, er war bei Vocalink, einer Tochter von Mastercard, bei EY und vielen, vielen mehr. Wir werden uns gleich nochmal ein bisschen was dazu anschauen. Der Co-Founder Paolo Tasca, mittlerweile nicht mehr Unternehmen, hat damals aber sehr stark dazu beigetragen, dass das Ganze Fahrt aufnimmt, denn er ist zum einen Blockchain- und DLT-Profi, hat da also sehr viel technische Raffinesse mitgebracht, aber vor allem eben auch so das Netzwerk, um eben vernünftige Programmierer und Entwickler zu finden, und von daher war er definitiv gerade für den Beginn doch sehr, sehr wichtig. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Berufserfahrung von Gilbert Verdian. Ihr könnt das Ganze bei LinkedIn einfach mal nachvollziehen, und aktuell ist er CEO und Founder von Quant, okay, nicht überraschend. Davor war er bei Vocalink, a Mastercard Company, davor war er sehr viel im medizinischen Bereich. Er hat nämlich immer mit Sicherheit, also mit Internetsicherheit gearbeitet und eben auch mit Internetsicherheit, was diese einzelnen medizinischen, doch sehr intimen Daten betrifft. Er hat also immer Lösungsansätze gefunden, auch fürs Justizministerium, um einfach Informationssicherheit zu gewährleisten. So war er zum Beispiel Chief Information Security Officer. Das gleiche war auch bei Mastercard, und auch beim Justizministerium war er Security Lead. Also ihr seht schon, sein Hauptsteckenpferd ist immer diese digitale Sicherheit oder generell Internet Security. War auch bei BP, HSBC, bei EY und vielen, vielen mehr. Also warum zeige ich euch das Ganze? Natürlich hat das auch nicht viel zu sagen, nur weil jemand eine bestimmte Vita hat, aber das ist doch schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, der scheint doch sehr viel Kompetenz mitzubringen. Das ist nicht irgendein dahergelaufener Träumer, sondern jemand, der wirklich schon in der Realwelt verschiedenste Kontakte sicherlich knüpfen konnte, und auch Spaß arbeitet man, glaube ich, nicht für eine so große Behörde wie das Justizministerium. Dementsprechend gehen natürlich viele Vorschusslorbeeren an Verdian, aber auch an seinen Partner Tasca, und das wird wahrscheinlich eines der Erfolgsrezepte gewesen sein, warum sie so weit gekommen sind und auch so viele Leute dazu bewegen konnten, in die ICO zu investieren, weil es eben Leute sind mit sehr gutem Background. Was interessant ist bei Tasca, und das ist vielleicht auch nochmal für uns alle, die sich sehr stark mit diesen ISO-Coins beschäftigen, nochmal eine kleine Bestätigung, denn ich sage ja immer mal wieder, die gehören wohl irgendwie alle so ein bisschen mit zusammen, und das zeigt sich hier nochmal, denn Tasca hat damals ja bei Quant begonnen, und nachdem er bei Quant irgendwann ausgeschieden ist, hat er natürlich viele weitere Stationen durchlaufen, aber unter anderem ist er auch seit 2021
nämlich Co-Chair Treasury Management und Token Economics Committee bei Hedera. Also von Quant zu Hedera fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Randnotiz. Und er ist Founder und Executive Director von UCL Center for Blockchain Technologies. Also der Typ erlebt wirklich Blockchain und DLT. Also dem kann, glaube ich, niemand was vormachen. Von daher zwei sehr interessante Gründe und ich verstehe auf jeden Fall schon mal, dass man bezüglich der Gründer definitiv schon mal ein gutes Bauchgefühl hat, wenn es um Quant geht. Wie funktioniert das Ganze nun? Das Quant-Ökosystem verfügt über zahlreiche Produkte. Das Hauptprodukt und das wohl wichtigste Produkt von ihm ist das sogenannte Overledger Network. Das Overledger Netzwerk ist eine vor allem für Firmen konzipierte Lösung, bei der private und öffentliche Ledger miteinander verbunden werden. Technisch betrachtet ist der Overledger keine Blockchain, sondern eine Distributed Ledger Technology oder besser gesagt ein Distributed Ledger Gateway und verhilft der Kommunikation zwischen zwei oder mehr Blockchains. Er steht über dem Ledger der einzelnen Chains, daher auch Overledger, und bildet das Tor von der einen zur anderen Chain. Jetzt weiß ich, dass für viele von euch das gerade ein bisschen sehr viel war und viel Overledger, ja? Aber ich kann euch beruhigen, wir vereinfachen das Ganze jetzt nochmal. Ganz einfach gesagt ist der Overledger ein Dolmetscher, der alle Sprachen und Formate perfekt beherrscht und so die Sprachbarrieren überwinden kann für einzelne Blockchains. Was ihn so besonders macht im Vergleich zu anderen Projekten, die ähnliche Problematik lösen wollen, ist, dass er mehrere Chains gleichzeitig, und das ist wirklich entscheidend, gleichzeitig miteinander verbinden kann und so die Kommunikation zwischen allen dezentralen Blockchains gleichzeitig geschehen können. Es muss also nicht ewig gewartet werden, bis zwei Chains sich erstmal ausgetauscht haben, sondern es kann wirklich alles gleichzeitig abgewickelt werden. Und das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Was da auch noch so besonders ist, dass die einzelnen Projekte gar nichts weiter einstellen müssen oder sich groß anpassen müssen an die Partnerchain, mit der sie jetzt kommunizieren wollen. Und das könnt ihr hier sehr schön sehen. Der Overledger kann quasi alles sagen, wenn man, der zieht sich alle Updates, der ist immer am Start, immer auf dem neuesten Stand der Dinge und der kann auch noch alle Programmiersprachen, alle Formate. Und wenn die eine was von der anderen will, durchläuft das einmal dieses Tor, ja, dieses Gateway, und dadurch ist es dann eben in der Lage, sozusagen umgewandelt zu werden, dass wirklich auch die andere Chain versteht, was die erste Chain von ihr will. Die Vorteile, die daraus entstehen, war mir vor meiner Recherche in der Deutlichkeit gar nicht klar. Von daher hört euch das mal an, ihr werdet sehen, ich habe schon extra dazu geschrieben, mega Use Case, weil das hat mich wirklich überrascht. Also, die Vorteile des Overledgers. Dadurch, dass der Overledger die Interoperabilität löst, können Apps oder auch dezentrale Apps, also dApps, die eigentlich auf einer bestimmten Chain in einer bestimmten Sprache programmiert werden, kinderleicht auf alle anderen Chains gebracht werden. Ein Beispiel: Wenn deine App also zum Beispiel auf Solana erfolgreich ist, könnte sie auch direkt auf der Ethereum-Chain oder auf dem XRP-Ledger ausgerollt werden, ohne dass die Entwickler und die Programmierer alles komplett neu programmieren müssen. Mega Use Case, Freunde. Stellt euch vor, ihr baut erstmal relativ günstig eine App und wollt erstmal schauen, wie sie anläuft. Die sprengt alle Rekorde. Und bevor ihr euch jetzt 10 andere Programmierer holt, die in anderen Sprachen das können oder die an anderen Projekten Erfahrung haben, könnt ihr eure Programmierer behalten. Ihr arbeitet dann einfach mit Quant. Die sorgen dann dafür, dass das Ganze durchs Gateway geht, durch den Overledger, und schon ist das Ganze anwendbar auf allen anderen Chains. Unfassbarer Use Case, Freunde. Mega cool. Und das ist auf jeden Fall mal auch so branchenübergreifend ein richtig krasser Problemlöser. Außerdem müssen sich bei technischen Updates, zum Beispiel Soft- oder Hardforks eines Projekts, nicht alle anderen Projekte dieses Update ziehen oder sich groß anpassen. Das macht im Prinzip alles der Overledger. Der kümmert sich wie Mami um alle anderen und der ist immer auf dem neuesten Stand. Somit brauchen sich nicht alle Chains ständig darum zu kümmern, was die anderen Chains gerade machen. Mega, mega cool. Die Tokenomics, ja, da kommen wir vielleicht mal zu einer Sache, die auch sehr, sehr besonders ist. Zum einen, aktuell Platz 31, sehen wir, waren wir beim All-Time, also ungefähr was bei $400. Das war im November 2021. Hier rechts seht ihr sogar, 428 soll angeblich das All-Time-High gewesen sein. Auf jeden Fall bombastisch. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass wir einen relativ kleinen Supply haben. Insgesamt gibt es nämlich weniger QNT-Token, als es Bitcoins gibt. Ja? Es gibt nämlich nur 14,6 Millionen Stück insgesamt. Und davon sind bisher nur 12 Millionen auf dem Markt. Das heißt, wir haben also etwa noch 17%, die noch nicht auf dem Markt sind. Ansonsten ist schon alles da. Und was hier noch interessant ist, da werde ich auch nachher in meinem Fazit nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, ist, dass das Ganze ein ERC-20 Token ist, also Quant basiert auf der Ethereum-Chain. Das wirkt natürlich zumindest für mich auf den ersten Blick schon ein bisschen komisch, aber wenn der Overledger eben alle Probleme löst, dann braucht man vielleicht auch gar nicht unbedingt ein eigenes Mainnet. Werden wir, wie gesagt, nachher nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
Was sind die Aufgaben vom QNT-Token in dem Netzwerk? Also, zum einen dient er als Token zum Zahlen von Netzwerkgebühren für Datenaustausch oder Zahlungen, also das, wofür eigentlich jeder Token im Ökosystem verantwortlich ist. Außerdem wurde der Quant-Token vor allem für Firmen und Entwickler konzipiert. Diese können, wenn sie eben an diesem Netzwerk partizipieren wollen, den Overledger nur dann nutzen, wenn sie eine Gebühr zahlen. Ja? Und diese Gebühr müssen sie in Fiat zahlen. Und wenn sie das gemacht haben, bekommen sie für ihr Fiat-Geld Quant und die werden dann für mindestens 12 Monate erstmal gelockt. Das heißt, wenn ihr also auf Firmenebene mit Quant zusammenarbeiten wollt, dann eher mittelfristig. Man kann also nicht mal kurz spekulieren oder mal kurz sich irgendwelche Anteile gönnen oder irgendwie sich ins Netzwerk einwählen, sondern wenn man das macht, muss man eine Lizenzgebühr zahlen und die muss man dann auch noch mindestens 12 Monate erstmal ausstehen. So lange sind deine Token dann erstmal gelockt. Und auch Nutzer im Generellen zahlen dort eine jährliche Gebühr in Quant. Die genaue Höhe konnte ich jetzt nicht recherchieren. Wenn du dazu was weißt, haust mal gern rein. Das soll auf jeden Fall alles dafür Sorge tragen, dass mittelfristig Stabilität des Kurses da ist und vor allem nur ernsthafte Nutzer auf dieses Projekt aufspringen. Denn wenn man eh erstmal 12 Monate gebunden ist, dann macht man das normalerweise nicht, weil man irgendwie die schnelle Mark riecht, sondern man möchte das dann wahrscheinlich doch schon ordentlich und ernst angehen. Partnerschaften gibt es auch einige. 3 werden da immer wieder ausgestrahlt. Zum einen LIC Chain, dann das Projekt Nexi der großen italienischen Firma Sia, sehr, sehr bekannte Firma in Italien, und Oracle, auch die sollte euch allen bekannt sein. Genauso arbeiten sie zusammen mit Amazon bzw. dem Amazon Web Service, das auch schon seit 2019. Und ansonsten halten die sich halt bedeckt mit diesem ganzen Name-Dropping, ja. Also ich glaube, jemand wie der Verdian, der ja selber doch eine sehr, sehr krasse Vita durchlaufen hat und höchstwahrscheinlich auch gute Netzwerke hat, der haut jetzt nicht jede Woche irgendeinen neuen riesigen Partner raus. Dafür darf man davon ausgehen, die Partner, die sie haben, mit denen arbeiten sie wirklich an ordentlichen Lösungen. Und ich habe Sia zum Beispiel schon seit Jahren immer und immer wieder in den Reports gefunden bei der Recherche. Also die scheinen wirklich ein intensiver Partner zu sein, genauso wie Oracle. Also von daher denke ich mal, wird da noch einiges kommen, insbesondere Oracle ist ja wirklich ein globaler Player, den fast jeder von euch kennt. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Also, das Quantennetzwerk mit seinem Utility-Token QNT wurde 2018 in England gestartet von der Firma Quant. Ziel ist es, das sogenannte Interoperabilitätsproblem zwischen Blockchains in den Griff zu bekommen. Anwendungen, Apps, Dapps und Updates können ohne viel Aufwand auf jede x-beliebige dezentrale Blockchain gebracht werden. All das ohne dass die Projekte große Änderungen vornehmen müssen. Entwickler und Firmen zahlen eine Lizenz, Nutzer eine jährliche Gebühr und Quant ist extrem stark verknappt mit nur knapp 14,6 Millionen Stück. Neben Verdian und Tasker gibt es natürlich noch andere Mitglieder im Team und unter anderem haben wir dort auch Martin Hargreaves, Chief Product Officer. Er setzt sich zum Beispiel sehr, sehr stark ein für das Thema CBDCs. Das heißt, Quant ist auch in dem Bereich sehr, sehr aktiv und wir haben ja vorhin schon mitbekommen, die haben mit dem Justizministerium zusammengearbeitet. Dementsprechend ist Quant auch sehr offen für Regulierungen, hat hier einen schönen Artikel bei Forbes, den sie selber verlinken und da geht es auch unter anderem darum, dass sie eben schon bereit sind für Regulierungen, dass sie darauf warten, dass die Regulierungen kommen und da auch gerne kooperativ mit den Staaten zusammenarbeiten. Also Quant lässt auf jeden Fall durchblicken, was viele ESO-Coins tun und zwar, dass sie eben sehr offen sind, auch für Staaten und dass sie nicht unbedingt gegen Banken und altes System irgendwie kämpfen, sondern dass man durchaus auch mit ihnen gemeinsam eine neue Zukunft entwickeln kann und genau das ist, glaube ich, das, was Quant verfolgt. Ja, was kann ich abschließend noch sagen? Also zunächst einmal muss ich sagen, habe ich das Projekt maßlos unterschätzt. Ich habe mich damit nur am Rande beschäftigt und wusste zwar, dass sie irgendwie so ein ESO-Coin sind und dass die vielleicht auch etwas relevanter werden können. Die Idee, die Quant hat, ein richtiger Problemlöser. Gerade diese Geschichte mit Apps, die man dann vielleicht auch auf andere Systeme bringen will. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, Solana hat mal angekündigt, ein eigenes Smartphone rauszubringen, so ein Web3-Smartphone. Was meint ihr, wenn plötzlich mehrere Chains auf einmal auf die Idee kommen, irgendwie spezielle Endgeräte rauszubringen, die dann aber eben für deren Blockchain konzipiert ist. Wie geil wäre das dann, wenn plötzlich über Projekte wie Quant diese Entwickler, die eigentlich auf Solana programmiert haben, plötzlich auch auf das Ethereum-Smartphone oder auf irgendwelche anderen Blockchains auf einmal die gleiche App bringen können, ohne dass die da jetzt alles von der Pike auf neu lernen müssen und ständig up-to-date sein müssen, was es so für Änderungen gibt. Wahnsinn! Ob das denn wirklich alles so in der Technik umgesetzt werden kann, ist die zweite Frage. Das kann ich natürlich an dieser Stelle hier nicht so genau beantworten. Was mich als Nicht-Techniker ja so ein bisschen skeptisch stimmt, ist vielleicht die Tatsache, dass Quant gar kein eigenes Mainnet hat. Ist der Overledger ja so unique, dass es gar kein eigenes Mainnet bedarf? Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben,
warum Quant auf Ethereum basiert und ob das vielleicht in naher Zukunft nochmal geändert werden soll. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Schlagt mir gerne mal euren Lieblingscoins vor, dann werde ich die in die nächste Abstimmung bringen und ihr könnt dann entscheiden, was ich als nächstes für euch verfilmen soll. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch für Quant entschieden habt. Ich konnte sehr, sehr viel lernen. Ich hoffe, du auch. Falls dem so sein sollte, lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao.